Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bouffier, ich fasse mal zusammen. Die USA haben den deutschen Impfstoff BioNTech. Wir haben Frau Merkel, Frau von der Leyen, Herrn Spahn und AstraZeneca. Im Mai wird jeder US-Bürger, der das will, geimpft sein. Und das sind über 350 Millionen Menschen. Bei richtigem Vorgehen dürfte es in Hessen ab Mai 2021 keine Fälle mehr geben von Menschen, die an Corona ungeimpft erkranken oder sogar sterben. Wir erkennen an, dass die Regierung im März 2020 vor großen Problemen, vor großen Herausforderungen gestanden hat. Das kann man nicht im Detail alles richtig machen. Wir wollten da nicht kleinlich sein. Sie haben aber mit dem GZSG ein Gesetz beschlossen, welches wir von Anfang an sehr kritisch gesehen haben. Wir haben den Missbrauch dieses Gesetzes befürchtet. Wir haben abgewartet und Sie haben es gemacht. Mit dem 7. Maßnahmenpaket haben Sie endgültig die rote Linie überschritten. Mit dem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Bus-Wasserstoff-Tankstellen und der Infrastruktur für batteriebetriebene E-Autos hat die Regierung endlich alle roten Linien überschritten. Das hat mit Corona nichts mehr zu tun. Unsere Normenkontrollklage liegt seit einiger Zeit auf meinem Schreibtisch. Wir wurden ja aufgefordert, wann machen Sie es denn? Jetzt reichen wir sie ein, mit heutigem Datum. Es geht uns auch darum, die Regierung davor zu bewahren, ein weiteres GZSG vorzulegen, welches nicht der Hessischen Verfassung, nicht dem Grundgesetz und nicht den europäischen Verträgen entsprechen würde. So wie wir in Deutschland unterwegs sind, brauchen die Regierungen bald weitere Milliarden. Dem sollten wir vorbauen. Dankeschön.